Also ich finde es sehr positiv, dass, also obwohl es sehr weit im Süden jetzt ist, dass alle Landesverbände mit vollem Kontingent angereist sind und auch gute Qualität mitgebracht haben. Wir haben natürlich einen schweren Verlust hinnehmen müssen, weil einer von unseren starken Leute seine Wettkampfkarriere beendet hat. Und trotzdem konnte man wieder sehr gut aussehen, aber drei Stück im Finale ist für ein kleines Land wie Thüringen sehr, sehr gut. Also die Organisation ist sehr gut. Gut ist natürlich auch klar, die machen ja nicht zum ersten Mal eine Ausrichtung von der deutschen Meisterschaft. Habe ich es ja schon mehrmals gemacht. Das glaube ich schon das dritte Mal oder sowas. Da merkt man schon viel Routine und Profis. Sind schon Profis am Werk. Also klar ist, dass es für mich natürlich immer eine Richtschnur ist. Daran muss ich mich orientieren. Ich muss mich an der Leistungsklasse orientieren. Beim Jugendtraining. Fakt ist natürlich auch, dass die Wege natürlich schon begangen werden, die dahin führen. Zuerst möchte ich mich auf alle Fälle erstmal bei dem Ausrichter bedanken, beim Bushido Schwenning, die diese Meisterschaft hier hervorragend organisiert haben. Ich weiß, wie schwer es ist, sowas zu organisieren. Ich habe es selbst zweimal gemacht und es ist immer eine Riesenleistung des gesamten Teams, entsprechend für zwei Tage so eine Veranstaltung aufzubauen. Das ist eine super Leistung. Vielen Dank auch im Namen des Deutschen Karateverbandes dafür. Die sportlichen Leistungen waren eigentlich, wie ich sie erwartet hatte. Die meisten Kadermitglieder unserer Nationalmannschaft haben sich durchgesetzt, sind zumindest in die Finals gekommen. Die meisten sind auch Titelträgerinnen und Träger geworden entsprechend. Das, was ein bisschen fehlte dabei, ist natürlich, dass der Druck von außen ein bisschen und von unten ein bisschen kommen muss, noch mehr. Also andere Landesverbände, die Kader der Landesverbände sollten sich ein bisschen mehr oder sollten ein bisschen mehr arbeiten, um den amtierenden Meisterinnen und Meistern auch ein bisschen mehr Paroli zu bieten. Damit wir natürlich auch im Hinblick auf die kommenden Meisterschaften, gerade die Weltmeisterschaft 2014 im eigenen Land, auch einen entsprechenden Kader aufzubauen haben. Zu den Kampfrichter selber, wir sind jetzt keine großen Fehlentscheidungen zugegangen. Es gibt immer aus dem Sichtwinkel betrachtet die eine oder andere Ansicht, aber so ja gesagt bin ich bis jetzt zufrieden und ich denke, dass wir auf keinem schlechten Weg sind. Ich muss ja auch sagen, vom Ausrichter selber her, das ist ja nicht die erste Meisterschaft, die wir hier abhalten, muss ich auch da sagen, es passt alles, die sind engagiert, die Kampfrichtertischbesatzungen sind eingeschult, also ich habe bis jetzt keine negative Äußerungen gehört. Also ich darf dazu sagen, ich bin ja eigentlich, ich komme ja zwar jetzt aus Bayern, bin aber kein Bayer, bin ja gebürtiger Konstanzer und so, ja gesagt, ist mir viel in Geschwänge natürlich schon vertraut und das ganze Umland natürlich hier in Baden-Württemberg ja sowieso. Es war deutlich zu sehen, dass das Nationalkader sich durchgesetzt hat. Deutlich durchgesetzt hat, was klar daraus hervorgeht, dass ein kontinuierlicher Aufbau, dass lange Förderung, individuelle Förderung und die Vorbereitung auf internationalen Meisterschaften wichtig sind, enorm wichtig sind, um auch hier auf einer deutschen Meisterschaft sich platzieren zu können und auch souverän gewinnen zu können. Viele Sportler habe ich hier gesehen, die zu der deutschen Meisterschaft gefahren sind, die ich leider auf internationalen Meisterschaften vermisst habe. Und wie gesagt, gerade eingangs schon, es ist Vorbereitung, muss internationale Meisterschaften gemacht werden, um auf einer deutschen Meisterschaft bestehen zu können. Dieses Verständnis, einfach nur von der Landesmeisterschaft auf die deutsche Meisterschaft zu fahren und dann zu glauben, man könnte hier gewinnen, ist falsch. Und ich kann nur sagen, internationale Meisterschaften sind nonplusultra, um auch auf der deutschen Meisterschaft bestehen zu können. Da waren einige Sportler dabei, auch in den höheren Gewichtsklassen, die durchaus auch das nächste Jahr von mir eingeladen werden, um dann auch die individuelle Förderung zu bekommen.
Wir arbeiten jetzt auch mit Sportwissenschaftlern zusammen, dass hier auch in der Athletik, im Bereich Athletik und Krafttraining mehr gemacht wird. Und da waren einige durchaus dabei, die in den nächsten ein, zwei Jahren der momentanen Nationalmannschaft echt Konkurrenz bieten können. Ja. Ich habe jetzt dadurch, dass ich jetzt auch seit dem 1.1. neu auch für die Männer verantwortlich bin, sehr intensiv auch geschaut halt und auch geguckt, wo sind mögliche Talente. Ich habe sie gesehen, ich habe sie auch notiert. Und jetzt kommt natürlich erstmal im Fokus die Europameisterschaft der Senioren. Und nach dieser Europameisterschaft arbeite ich schon darauf hin, das Kader für 2012. Und dort werden die dann auch eingeladen, dann werden sie gesichtet, wie präsentieren sie sich in der Nationalmannschaft. Und dann mit einem kontinuierlichen Aufbau ist das durchaus möglich, dass da die Nationalmannschaft weiter sich vergrößert. Also wenn ich bei den Kampfrichtern anfange, wir hatten eine problemlose Meisterschaft. Es gab kaum Beschwerden, was eigentlich immer sehr ungewöhnlich ist. Die Leistungen durchwachsen, zum Teil sehr, sehr gute Leistungen, zum anderen auch Leistungen, die mit Sicherheit noch verbesserungswürdig sind. Die Ausrichtung ausgezeichnet. Also es ist auch eine sehr angenehme und für mich ganz wichtig eine familiäre Atmosphäre. Bei allem Erfolgsdruck, der auf die Kämpferinnen und Kämpfer lastet, aber diese Atmosphäre, diese spezielle DKV-Atmosphäre ist hier in besonderem Maß gegeben. Du bist ja auch so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, du bist eigentlich Mitinitiator auch dieser Veranstaltung, die jetzt folgt, und zwar der Deutschen Meisterschaft für Menschen mit Handicap, mit Behinderung. Und ja, wie ist da im Vorfeld von der Meisterschaft, ist das Feedback gewesen, wie ist die Teilnahme und was versprichst du dir von dieser Veranstaltung? Die Teilnahme ist ein bisschen geringer als im letzten Jahr, da hatten wir Rekordbeteiligung. Auf der anderen Seite, die altbekannten Gesichter sind wieder da, bis auf wenige Ausnahmen, aber das muss man auch oft mit Krankheiten sehen. Und es sind neue da, das heißt, es wird auch sehr gut angenommen. Was ganz entscheidend ist, die Leistung der Behinderten, die also mehr als bewunderungswürdig sind. Und für mich ist entscheidend, der Öffentlichkeit sagen zu können, wenn eine Person im Rollstuhl als Blinder oder mit Down-Syndrom Karate praktizieren kann, kann es jeder praktizieren. Um es auf den Punkt zu bringen, Karate ist Leben lebenslang.